Fühl dich gegrüßt. Wer auch immer du bist. Wenn dein Buchladen. Blödes Kabel. Zum Glück kann ich mit links genauso gut mit der Maus umgehen wie mit rechts. Alter, wo ist denn das Ding? Ach da. Alle Fernbedienungen liegen da vorne, nur die eine liegt hinten. Darf es wenig, nur wer frei ist, er ist ein König. Er hat gewettet. Der erinnert mich halt echt an meinen alten Sportlehrer, der Typ, von der Optik her. Sieht ein bisschen aus wie mein alter Sportlehrer, der Sänger. Die Steuerung ist gar nicht so schwer mit der linken Hand, aber es ist nervig, weil das Kabel so nach rechts immer zieht, weil es nach rechts gebogen ist. Ich mag niemanden besonders, also nimm's nicht persönlich. Ich bedanke mich durchaus gerne mal für die Likes, nur ich habe gerade, falls du es nicht gemerkt hast, nicht auf den Bildschirm geschaut, sondern ich habe auf den Fernseher geschaut, auf den anderen Bildschirm. Also vielen lieben Dank natürlich für die Unterstützung. Ich würde gerne Metal-Gabel oder irgendwas machen, aber das geht mit der rechten Hand gar zu schlecht und ich bin jetzt mit rechts gewöhnt. Hört sich fast schon. Wie habe ich denn das gemacht? Ich habe das Ding jetzt seit über einem Jahr und ich wusste nicht, dass das verschiedene Farben wechselt. Okay, das ist neu gewesen. Das Schwarzlicht wirkt gar nicht richtig, ne? Egal. Na und. Es ist nicht nur der Typ und seine Freundin aus dem Video, die komische Gestalten sind. 99% von den Leuten, die hierher kommen, sind solche Gestalten. Und teilweise älter als ich. Das ist echt Schande, Alter. Ich rufe die Bullen an. Sollen die Nachbarn anrufen? Ich hab die Schnauze voll. Die bewegen ihren Arsch nie und ich lande hinterher im Krankenhaus dafür. Fickt euch, Alter. Falls man jetzt überhaupt gehört hat, das war ein relativ leise Krache. Mir reicht's heute. Ich genieße jetzt meine Mucke und dann reicht's mir. Ist übrigens bloß Zitronentee heute. Ist allerdings der Rest. Ich habe gar kein Bier daheim. Ich habe so gut wie nie Bier daheim eigentlich. Ganz selten mal. Vor allem man sieht es gar nicht, ne? Hier sind noch Pflaster, zwei Stück. Das sieht man gar nicht, glaube ich, weil die Hautfarben sind. Na, 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 na. Sind schon wieder welche da. Haben gerade wieder welche Böller geschmissen, aber ich rufe heute nochmal an, mir reicht's. Ich habe die Schnauze voll. Die Nachbarn können ihren Arsch auch mal hochkriegen. Ich hab die Schnauze voll. Jedes Mal muss es ich machen. Und was heißt so schlimm ist die Verletzung nicht? Das hier müsste eigentlich genäht werden. Ja, da habe ich hier so einen Riss hier. Man sieht ja auch, wie das Pflaster aussieht. Ja, und das ist nur ein Pflaster. Und das hier, da ist ein Stück Haut, hier unten und oben ist ein Stück Haut weggefetzt. Aber die sind nicht schlimm, hast du recht? Weißt du besser als ich. Wer sich die Verletzung mal anschauen will, ich habe sie ja auf Snapchat gepostet. Einmal mit und einmal ohne Pflaster. Aber man kann nicht unverletzt durchs Leben gehen, Leute. Das geht nicht. Früher oder später wird man Verletzungen davon tragen. Obwohl ich sagen muss, ein Bier wäre schon geil eigentlich. Ich habe nicht einmal was zum Rauchen da. Also doch, habe ich schon, aber müsst ihr erst machen. Viel zu faul. Geh ins Krankenhaus, bevor es sich entzündet. Ich bin ein Bauer, so schnell entzündet sich das nicht. Und wenn es sich entzündet, habe ich Pech gehabt. Mein Gott. Ich habe da keinen Bock drauf und ich renne jetzt zum Krankenhaus deswegen. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Und ich hatte als Kind, hat es mich mal hingefetzt. Da waren meine Knie beide komplett offen. Und zwar nicht irgendwie so, sondern so. Was war denn jetzt das, Alter? Ach, das ist der Nachbar gewesen. Und zwar nicht irgendwie so ein bisschen, sondern die kompletten Knie. Hier der Arm war offen, meine Schulter oben war offen. Ach, da ist das hier, das ist ein Kratzer. Also im Vergleich dazu ist es ein Kratzer. Und mein Gott, ich renne nicht zum Doktor deswegen. Ich sag Schmarre. Ich mag den Geruch von Ding. Ich werde einfach ab und zu den Verband wechseln und das wächst dann schon wieder zusammen. Habe ich schon erwähnt, dass ich mit der linken Hand genauso gut an der Maus bin wie mit der rechten? Alter, das ist ja geil. Ja, meine Maus ist unten babyblau. Lasst mich. Ich war bestimmt schon mal in Stuttgart. Aber weißt du, ich weiß nicht alles auswendig, wo ich schon überall war. Die Hand. Ach, ich bin in eine Glasscheibe reingelaufen. Ach. Das wird schon wieder. Bin kein Weichei. Ich bin härter im Nehmen als die meisten. Wie ist denn mein Snapchat-PH? Wartet mal. Man musste doch irgendwie das gezeigt bekommen, oder? Weiß ich auch nicht. Also mein Name auf PH, auf Drache, auf Snapchat. Der Name auf Snapchat ist alles klein geschrieben. Drache-PH. Ich hab gesagt, ich bin in eine Scheibe gerannt. Nicht, dass ich in die Scheibe getreten habe. Manche Menschen sind so dumm, dass sie es im Leben nicht begreifen werden. Ich frage mich, ob ich irgendwann mal eine Antwort von Spreadshirt bekomme, Alter. Also zunächst mal habe ich alles andere als Wurstfinger. Ja? Ich habe lange,
Ich habe lange, schlanke Finger sogar, obwohl ich fett bin. Ja? Und davon abgesehen ist es kein Druckerpapier, das nennt man Bandagen. Und davon abgesehen werde ich dich Vollidioten jetzt definitiv mal rausblocken. Weil solche Idioten brauchen wir hier definitiv nicht. Wenn du dich nicht zu benehmen weißt, hast du in meinem Stream nichts verloren, Junge. Denn hier wird sich benommen. Das erwarte ich auch von generell von meinen Zuschauern. Ich verkneif dir Rainerle. Das heißt Rainer oder Drache. Ich mag keine Verniedlichungen von meinem Namen. Geht mir absolut dagegen. Also ich habe keine blauen Flecken aktuell. Es kommt darauf an, wie man es definiert, ob es die Hater waren oder nicht. Ich überleg mir's gerade. Ich überleg mir's gerade, ob wir ein bisschen Foundation spielen. Dir ist klar, dass ich verletzt bin, ne? Foundation kann ich spielen, weil ich es mit der linken Hand spielen kann. Weil ich mit der linken Hand die Maus steuern kann. Aber allzu actionreiches Spiel brauche ich nicht zocken im Moment. Außer vielleicht mit Controller und selbst das wird wahrscheinlich schwierig. Würde zumindest ein, zwei Tage dauern, bis ich die Finger wieder richtig bewegen kann. Wobei ich sagen muss, dass mir immer noch der kleine Finger Gedanken macht. Kann es sein, dass ich den vielleicht irgendwann nicht mehr richtig biegen kann, aber das zeigt sich mit der Zeit an. Oh, ich weiß, was ich spiele. Eines meiner absoluten Lieblingslieder. Wie heißt er? Wer weiß es? Haben wir solche Genies dabei? Ich würde ihn sofort erkennen, aber das ist bei mir normal. Zumindest bei den Songs, die ich kenne. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Leute, das ist Herr Manneling. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ihr kennt Herr Manneling nicht. Und NS? Ich hoffe, mit NS meinst du nicht Nationalsozialismus, du Arschloch, sonst fliegst du sofort raus. Falls du keinen Nationalsozialismus meinst, nehme ich das Arschloch zurück. Ich überlasse eurer Fantasie, was das zu sagen hat. Jedenfalls ist es kein Fake. Wie man sieht, an der Hand habe ich immer noch was hier, ne? Die ganze Hand schaut so aus. Und ich habe auch auf Snapchat Sachen hochgeladen. Was dabei passiert ist, überlasse ich eurer Fantasie. Werde ich verbunden. Habe ich selber gemacht. Sieht man doch. Sieht voll scheiße aus. Naja, ich sag mal so, ein paar Hater in der Fensterscheibe in meine Hand. Erzähl ich dir, wenn wir uns mal wieder sehen. Ist auf jeden Fall nicht so schlimm, das wird schon wieder. Höre ich mir später mal an. Bin gerade mitten im Livestream. Ah ja, aus den Netherlands. Also, Junge, lass es endlich bleiben. Du kommst in meinen Google-Account nicht rein. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Du bist zu dumm, um da reinzukommen, das sag ich dir. Der Account ist auf tausende Arten geschützt. Selbst wenn ich ja klicken würde, müsstest du immer noch tausende Sachen machen, bevor du wirklich da reinkommst. Krabbert habe ich jetzt keine Lust. Lass es halt einfach bleiben, Alter. Hör auf, dein Leben damit zu verschwenden. Wenn die Cops dich erwischen, bist du sowieso fällig. Und dann werde ich dich auf alles verklagen, was du besitzt, Junge. Also lass es bleiben. Gibt sowieso schon ein paar Spuren, mein lieber Ben. Ich kapiere auch nicht, wie man seine Freizeit damit verschwenden kann. Ich meine, es ist Samstag. Hör lieber Musik oder geh mit Freunden irgendwas unternehmen, anstatt hier so einen Scheiß zu bauen, Alter. Ich muss mal meine alten Überwachungskameras in den Griff kriegen. Ich bin gleich wieder da. Autsch! Das tat weh. Wie funktionieren die alten Nummer? Warum geht denn das schon wieder nicht? Nachher mal den Browser neu starten. Was auch immer das schon wieder ist. Ach wirklich, ich soll es desinfizieren. Du bist echt schlau und intelligent. Alter, ich bin 30, ich bin keine 5 mehr. Weiß wahrscheinlich mehr über Medizin als du. Na weil. Und ich weiß, das war arrogant. Doch das ist mir scheißegal. Und das kann dir es auch sein. Und das interessiert mich hier nicht. Ja, als ob ich so blöd bin, das jetzt zu desinfizieren. Ist ehrlich. Dir ist die Verletzung scheißegal. Tut halt weh, aber mein Gott. Es gibt bald Schlimmeres als das. Er hat mich schon schlimmer verletzt. Mein Vater hat auch eine Blutvergiftung gehabt, als ich ungefähr 6 Jahre alt war. Also lass es gut sein. Ich kenne auch genug Leute, die schon Blutvergiftung gehabt haben. Aber ich habe in meinem Leben schon schlimmere Verletzungen erlitten und habe keinen Scheiß davon getragen. Also wird das bisschen da auch nichts sein. Wie ich schon gesagt habe, ich bin keine 5 mehr. Ich bin alt genug und ich weiß, was ich tue. Ich muss das mal noch drehen gleich. Das hat einen ganz schönen Zahn drauf, ne? Eine Walküre namens Ich frage mich, wie das ist, auf der Bühne zu stehen. Es ist irgendwie interessant. Ich hatte so viele Pläne früher. Und obwohl ich die eigentlich umsetzen können müsste, weil ich mittlerweile auch viel Reichweite und alles habe, kann ich sie komplett knicken. Irgendwie eine Schande. Insgesamt sind 7 Songs raus. Aber der Song, den ich zuerst gespielt habe, also der Barrenkriegssong, das ist mein neuer Song. Das ist jetzt Metamorphose, aber das ist noch nicht der neueste Song.
Das ist schon ein älterer Song mittlerweile. Ein neuer Song ist in Planung aktuell, ja. Beziehungsweise an dem ist, der ist nicht in Planung, sondern an dem wird gearbeitet. Schneiden, rendern, hochladen, ankündigen. Schon gut, ich habe jetzt, Teilzeit Princess jetzt gebannt. Ich hatte ihr schon ungefähr 100 Mal gesagt, sie soll das nicht immer im Stream ansprechen und es geht auch keinen was an. Und wenn sie es einfach nicht lassen will, dann fliegt sie eben raus. Das sehe ich nicht ein. Ich weiß gar nicht, wie oft habe ich sie gewarnt? 100 Mal? 200 Mal? Irgendwann reicht es mir auch. Rendern und hochladen sind Prozesse. So Leute, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream Video Gedöns, Getue, Gemache und ich weiß gar nicht, was sonst noch alles wieder mit dabei. Dann haut rein, bis dahin, ich wünsche euch ein restliches, wunderschönes Wochenende, wann wir uns das nächste Mal sehen, ob wir uns das nächste Mal sehen, wie wir uns das nächste Mal sehen, weiß ich noch nicht. Bleibt anständig, macht keine Scheiße, kommt mich nicht besuchen und geht mir auf den Zeiger, weil dann seid ihr für mich keine Fans. Wenn ihr Fans sein wollt, dann benehmt euch anständig, macht keine Scheiße, besucht niemanden, geht niemanden, also ihr wisst, was ich meine, ne? Besucht niemanden gegen seinen Willen, macht niemanden fertig, greift niemanden an, in welcher Art und Weise auch immer, ob jetzt verbale Gewalt oder körperliche Gewalt spielt, in dem Fall keine Unterschiede, keine Rolle, macht auch keinen Unterschied. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Drache und Tüdelü, Ade, bleibt schön und tschö mit Ö. Ansonsten werden wir uns spätestens am Montag wiedersehen.